Seid gegrüßt, liebe Darts-Freunde, zu diesem neuen Video. Und ja, Darts ist back. Was meine ich mit dieser Botschaft? Ja, die Spielstätten haben wieder geöffnet. Viele Darts-Kneipen, Spielorte, Vereinshäuser öffnen wieder ihre Tore. Und man kann wieder unter Leute gehen und Darts spielen. Und ich war am Donnerstag auch das erste Mal wieder trainieren mit anderen Leuten. Und ich will euch ein bisschen meine Eindrücke davon schildern. Und sozusagen euch ein kleines Update geben, wie meine Form ist. Ihr wisst ja auch, und man weiß natürlich auch so ein bisschen darüber, wie es bei mir läuft. Sozusagen zeigt man ein bisschen Gameplay, auch das kommt demnächst wieder, aber da muss ich erstmal wieder meine Form dazu steigern, dazu komme ich gleich zu meiner Form. Und ja, genau, von daher ein bisschen heute über mich und ja, heute eher ein kleineres Video, denn es ist heute wirklich super warm. Ich denke mal, euch geht es genauso, das Wetter ist besonders, ja, extrem, wenn man auf dem Dachboden wohnt oder in Dachgeschosswohnungen. Ich bin ja hier, lebe ja auf dem Dachboden bei mir zu Hause und da ist es immer besonders warm. Soll mich jetzt aber nicht davon abhalten, hier das kleine Video für euch aufzunehmen. Und ja, ich war am Donnerstag also mal wieder in meiner Stammkneipe sozusagen oder meinem Stamm-Darts-Lokal und habe dort trainiert. Und es war echt mal wieder cool, natürlich die ja, ganzen Leute wieder zu sehen, ne? Die man jetzt eine ganze Weile nicht gesehen hat. Ich glaube, das letzte Turnier war im Oktober oder im September. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hat zumindest schon ewig her. Jetzt ist es Juni und man freut sich endlich wieder dahin zu dürfen, zu dem, was einem Spaß macht und mal wieder zu trainieren. Ja, was mir beim Thema Trainingform natürlich aufgefallen ist, ich bin natürlich jetzt natürlich aus dem Training raus, denn die Sache war, ihr wisst es, ich hatte Prüfung von Mai bis Juni und dadurch habe ich natürlich weniger oder fast gar nicht trainiert in dem Zeitraum, weil ich einfach da ja die Prioritäten gesetzt habe. Ich denke mal, das kann man nachvollziehen und von daher war ich etwas weniger im Trainingsmodus. Und da fehlt natürlich auch die Praxis, Matchpraxis fehlt ja sowieso vorne und hinten, aber das geht ja, denke ich mal, allen so. Und ja, das Training lief halt nicht ganz so gut, also zumindest die Form ist noch nicht da, was Scoring angeht, Konstanz und auch dieses Gefühl, was man da hat, war jetzt noch nicht da, war aber auch für mich kein Problem. Ich wusste das, ich war mehr oder weniger froh, mal wieder unter Leute gehen zu können und mal wieder etwas Spaß zu haben und auch mal einen Tapetenwechsel zu haben. Also das heißt, zu Hause, ja, wenn ich hier an meinem Board trainiere, habe ich meine Beleuchtung drumherum und alles. Und da ist das Licht ja ganz anders, eine andere Beleuchtung, ein anderes Oki. Und jeder, der mal ein Turnier gespielt hat, kennt das ja, dass man da immer ja, sich auch erstmal gewöhnen muss an die Örtlichkeiten. Also das ist ja, jede Anlage ist ja ein bisschen anders und man nimmt das immer ein bisschen anders wahr und muss sich da auch wieder dran gewöhnen. Von daher fand ich das echt cool, da mal wieder einen Tapetenwechsel zu haben, auch wenn es ganz schön warm ist. Ich schwitze jetzt hier auch schon wieder. Es ist halt wirklich zurzeit auch mit dem Wetter extrem anstrengend, auch da zu spielen. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber ja, ich will auf jeden Fall versuchen, in den nächsten Wochen wieder mehr zu trainieren. Jetzt hat man ja auch Ziele wieder sozusagen vor Augen. Es sind wieder mehr Turniere. Ich hoffe auch mal wieder vom Steel Dart. Die Sache ist, dass bei mir im Raum Dresden, bist du weißt, vielleicht der ein oder andere, dass ich daherkomme, dass ja, dass da hauptsächlich oder sehr viel E-Dart gespielt wird und ich bin ja ein reiner Steel-Darter und da nicht immer ganz so viele Turniere sind, ist aber jetzt kein Problem so, ne, ich spiele lieber als Steel-Dart und suche mir dann die Steel-Dart-Turniere raus. Ja, genau, von daher dauert das so immer noch so ein bisschen, bis das auch wieder mit den Steel-Dart-Turnieren anläuft, aber das wird auch bald soweit sein und jetzt hat man auch wieder ein Ziel vor Augen, man ist jetzt wieder in diesem, ja, Turniermodus, in diesem Trainingsmodus, mal wieder Spaß daran und man weiß auch, man trainiert für etwas, was bald ansteht. Man hat wirklich ein Ziel, was man erreichen möchte und trainiert nicht mehr nur für sich und in eine ungewisse Zeit und das fand ich vor allem jetzt sehr cool und einfach auch unter Leute zu kommen. Das ist, denke ich mal, für viele von euch, denen geht es ja da genauso. Die Leute, die man da lieb gewonnen hat, wenn man die eine Weile nicht sieht, da freut man sich auf jeden Fall sehr wieder, da mal wieder in Kontakt zu treten und Pfeile zu werfen und das zu machen, was einem Spaß macht. Und ja, von daher, auch was das Thema Gameplay angeht auf dem Kanal, da werde ich euch nämlich auch mal wieder ein bisschen mehr zeigen. Muss natürlich erstmal wieder zu meiner Form finden, denn ich will euch auch ein bisschen was im Gameplay zeigen, was man sich auch angucken kann. Ne? Es ist jetzt nicht so schlecht, ne? Mein Spiel, das will ich damit jetzt gar nicht sagen, aber man merkt, dass man aus dem Training raus ist und Matchpraxis muss sich natürlich auch wieder eignen. Das ist ja ganz gut. Ich hatte noch mit ein, zwei Leuten sogar noch ein paar Spiele gehabt, hat zwar irgendwie gefühlt nur auf den Sack gekriegt. Aber das war auch nicht schlimm an dem Tag, sondern ich war einfach ja, wieder froh, sozusagen wieder gegen andere Leute anzutreten und das Ganze ja, sozusagen kompetitiv und ja, wieder im Modus zu sein.
Das soll es von diesem kleinen Talk-Video gewesen sein. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob eure Spielstätte schon geöffnet habt oder ob ihr sogar schon auf einem Turnier wart. Und ja, erzählt mir, wie ihr euch vorbereitet, wie das Training zurzeit bei euch läuft. Also haut mal rein, wie ist eure aktuelle Form. Und ja, ich schwitze jetzt hier schon wieder einen ab, deshalb beende ich das Video und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht euch noch ein paar schöne Tage bei dem geilen Wetter, geht raus und ja, nehmt einen Dartboardständer mit, spielt draußen Darts oder macht was anderes. Und ja, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, macht's gut, bleibt gesund, ciao und gut Darts natürlich.